Schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen an diesem Tag, der ähnlich aufregend war wie der Tag gestern. Herzlichen Dank Ihnen hier im Studio und einen schönen guten Abend auch Ihnen zu Hause. Ja, willkommen zu unserer Sendung, in der ich sehr gespannt bin auf das Gespräch mit ihm. Denn wenn es einen gibt, der weiß, was es bedeutet, mit dieser hässlichen Angst umzugehen, die wie ein Gift ganz langsam in unsere Gesellschaft einsickert und mit jedem neuen Anschlag, mit jedem abgesagten Fußballspiel immer noch ein bisschen tiefer eindringt, dann er. Er hat viele großartige Bücher geschrieben, jetzt gerade wieder. Aber als er damals die satanischen Verse veröffentlicht hat, in denen er angeblich den Propheten beleidigt, verurteilte ihn der iranische Revolutionsführer Khomeini zum Tode. Jahrelang kroch er unter den Küchentisch, wenn der Postbote klingelte, und versteckte sich vor seiner eigenen Putzfrau auf dem Klo. So hat er mir das mal erzählt. Jetzt sein neuer Roman, beängstigend aktuell, nicht nur mit Blick auf den IS, sondern auch auf die eigene Geschichte, von der er mal gesagt hat, das Todesurteil gegen mich war der Beginn von etwas. Und unsere größte Plage heute ist die Rückkehr der Religion. Herzlich willkommen, Salman Rushdie. Ich freue mich sehr, dass Sie unser Gast sind. Ja, und wenn wir über Salman Rushdie sprechen, dann kommt sie ins Spiel. Es war das Jahr 1989, als sie eine Buchhandlung in Wien betrat, um das Buch zu kaufen, über das damals jeder gesprochen hat. Doch dann kam alles anders. Denn neben den satanischen Versen von Rushdie lag der Koran. Und wir ahnen, wie diese Geschichte weitergeht. Sie kauft nicht den Rushdie, sie kauft den Koran. Es wird der Tag, der ihr Leben für immer verändert. Dass der Koran ein sehr lesenswertes Buch ist, ganz unstrittig. Aber wie blickt sie als Konvertitin auf diese mörderische Auseinandersetzung? Herzlich willkommen, Carla Amina Bajarati. Ich freue mich sehr, dass Sie unser Gast sind. Ja, wenn wir über den Terror von Paris sprechen, dann fällt immer wieder ein Name, nämlich der Name eines Stadtteils von Brüssel, nämlich Molenbeek. Experten wie er wissen seit langem, was sich dort über Jahre zusammengebraut hat. Und er sagt, die Belgier haben diese Szene viel zu lange schleifen und laufen lassen. Er, das ist einer der besten Kenner der dschihadistischen Szene, in Offenbach geboren, in Kairo studiert, hat sogar zum Thema promoviert und lebt aktuell in Paris. Er kannte die Terrorzelle, aus der die Charlie Hebdo-Attentäter stammten. Und er sagt, die Grundlagen für das, was wir jetzt erleben, wurden schon, und das ist interessant, im Bosnienkrieg gelegt. Herzlich willkommen, Azim El Difraoui. Ich freue mich sehr, dass Sie unser Gast sind. Ja, und dann ein Mann, von dem ich mich frage, wie denkt er heute eigentlich über Religion? Ein Mann, von dem man weiß, dass er als Jugendlicher in der DDR immer wieder gepiesackt und getriezt wurde, weil er seinen christlichen Glauben ziemlich offen ausgelebt hat. Etwas ganz anderes zu glauben, als es von Staat und Gesellschaft vorgegeben war, das hat großen Druck erzeugt, hat er mal gesagt. Und ich habe mir oft die Frage gestellt, tickst du eigentlich noch ganz richtig? Und wie ist das mit der Nächstenliebe, wenn die Leute aus der eigenen Partei, aus seiner CDU, plötzlich Terror und Flüchtlinge irgendwie ziemlich ungeniert zusammenrühren? Oder wenn, wie vor seiner Haustür in Tröglitz, plötzlich Flüchtlingsunterkünfte brennen? Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Rainer Haseloff. Herzlich willkommen in der Sendung. Ja, und ich bin gespannt auf seine Einschätzung dessen, was da gestern Abend in Hannover passiert ist. Und der psychologisch vielleicht wichtigste Moment war der Moment, in dem Innenminister de Maizière vor die Kameras trat und einen Satz sagte, der heute intensiv diskutiert wurde, nämlich ein Teil der Antworten auf das, was da geplant war, würde uns zu sehr verunsichern. Er sagt dazu, man kann als Innenminister aus guten Gründen nichts sagen, man kann aber auch sehr viel sagen, aber man kann nicht viel andeuten und nichts sagen. Ist es wirklich so einfach? Herzlich willkommen, Klaus Strunz. Freue mich sehr, dass Sie unser Gast sind. So, und gleich zu Beginn aber schalten wir nach Mainz zu unserem ZDF-Terrorismus-Experten, ein Mann, der sich ebenfalls seit vielen, vielen Jahren intensiv mit der islamistischen Szene, eine sehr kleine, aber sehr militante Szene in Deutschland beschäftigt, Elmar Thewissen. Einen schönen guten Abend nach Mainz. Schönen guten Abend.
Elmar, vielleicht gleich zu Beginn. Wir werden gleich sprechen über diese Pressekonferenz von gestern Abend. Und wir haben auch gestern schon darüber gesprochen, in welcher Konfliktsituation Politiker, Spitzenpolitiker zumal sind, wenn es darum geht, die Öffentlichkeit auf der einen Seite zu beruhigen und auf der anderen Seite trotzdem zu verstehen zu geben, dass alles fest im Griff ist sozusagen. Heute werden wir plötzlich konfrontiert mit diesen angeblichen Terrorplänen. Und das sind ein paar Details, die da drin sind, die es in sich haben. Die Kollegen von Bild haben das heute veröffentlicht. Was können Sie uns darüber sagen? Ja, die Bild-Kollegen gehen ein bisschen weiter, als unsere eigenen Recherchen das bisher ergeben haben. Wir wissen eigentlich, dass es einen Hinweis gab von einem ausländischen Geheimdienst darauf, dass in Hannover Anschläge geplant worden sein sollen. Und zwar Anschläge mit Sprengstoff, den man mit, so sagte man uns, offiziellen Fahrzeugen in das Stadion oder an das Stadion bringen wolle. Diese Hinweise waren flankiert auch von konkreten Namen von einzelnen Personen, die man auch kennt, also die aus der islamistischen Szene offenbar bekannt sind. Und diese Hinweise sind bei einer deutschen Sicherheitsbehörde eingegangen. Daraufhin hat man sich zusammengesetzt und natürlich überlegt, kann man, wenn die Hinweise so konkret ist, dann dieses Spiel durchführen. Und es gab gestern am Tag ein Hin und Her. Am Nachmittag sah alles danach aus, als müsste man das Spiel absagen. Es ist dann auch eine Pressekonferenz angesetzt worden im Bundesinnenministerium, sehr überraschend um 17.30 Uhr. Und wir erinnern uns, dann trat der Bundesinnenminister vor die Kameras und hat das Spiel nicht abgesagt, obwohl das unmittelbar vorher geplant worden war. Warum? Es gab offenbar einen weiteren Hinweis, der Zweifel an der Glaubwürdigkeit dieser ersten Hinweise aufkommen ließ. Und dann gab es noch eine Wendung. Gegen 18.30 Uhr etwa gab es neue, konkretere Informationen aus den nachrichtendienstlichen Kreisen. Und die schienen zu unterstützen, das, was man vorher gehört hatte, also Sprengstoffanschläge in Hannover. Die Bild-Zeitung berichtet jetzt, es ging sogar noch weiter, dass zusätzlich dann ein weiterer Anschlag in Hannover am Bahnhof stattfinden sollte. Jedenfalls diese Informationen, die haben dann den Ausschlag gegeben und man hat dann um kurz nach 19.14 Uhr, um genau zu sein, die Entscheidung gefällt, dieses Risiko kann man nicht eingehen, man sagt dieses Spiel ab. Also wenn man sich die Details dieses angeblichen Terrorplans mal genau ansieht, dann wird einem Angst und Bange. Also der Plan war ganz offenbar mit Hilfe von Rettungsfahrzeugen, Krankenwagen, Sprengstoff ins Stadion reinzutransportieren. Der Anführer dieser Gruppe sollte offenbar bereits im Stadion sein, um das ganze Geschehen dann zu filmen. Und, so heißt es, gegen Mitternacht sollte dann ein weiterer Anschlag auf dem Hauptbahnhof von Hannover stattfinden. Wie ernst muss man solche Hinweise nehmen oder anders gefragt, wo kommen die her? Also die Hinweise muss man erstmal natürlich immer sehr ernst nehmen. Aber es ist eine andere Kategorie, als wenn man nur einen Drohanruf bekommt, da liegt eine Bombe oder da passiert was. Sondern dies sind Informationen, die aus einem anderen Nachrichtendienst in Europa offenbar stammten. Das heißt, man hat Informationen entweder durch abgehörte Telefongespräche gehabt, also Kommunikation von Verdächtigen untereinander. Man hat möglicherweise Informanten gehabt in der Szene, dass es Hinweise eben auf solche Anschläge dann gegeben hat. Die Nachrichtendienste, die dann solche, ich sag jetzt mal, Hinweispakete weitergeben an ihre Partner in anderen Ländern, um sie zu warnen, die schreiben niemals dazu, von wem sie das eigentlich wissen. Die Quellen werden um jeden Preis beschützt, so dass man am Ende nur diese Hinweise bekommt. Und was dann passiert ist, dass man bei deutschen Behörden in diesem Fall natürlich prüft, gibt es irgendetwas bei uns hier in Deutschland, was dazu passt? Hat man verdächtige Bewegungen in den letzten Tagen und Wochen gehabt? Gab es Kommunikation in der Islamistenszene, die das irgendwie zu stützen scheint? Ist irgendwo Sprengstoff verschwunden? Sind Fahrzeuge verschwunden, die damit in Zusammenhang gebracht werden können? Und all das bringt man dann zusammen, verdichtet das, wie man das am Ende bei den Sicherheitsbehörden nennt. Und dann kommt der entscheidende Punkt. Dann müssen Verantwortliche, und das sind in der Regel dann eben politisch Verantwortliche, die schwere Entscheidung fällen. Und dabei spielt immer eine ganz große Rolle, will man, wenn etwas passiert, hinterher sich vorwerfen lassen, dass man nicht rechtzeitig die Maßnahmen ergriffen haben? Und das ist dann der Punkt, wenn so konkrete Hinweise vorliegen, wo dann eher abgesagt wird, sicherlich zum Besten für alle Beteiligten.
Also sehr nachvollziehbar, dass diese Entscheidung so gefallen ist. Trotzdem stellen wir auch heute wieder fest, wir sind da offenbar sehr, sehr leicht erpressbar. Das heißt, im Grunde reicht auch ein bloßer Hinweis. Es wurde kein Sprengstoff gefunden und es gibt auch überhaupt keine weiteren Hinweise, konkreten physischen Hinweise darauf, dass tatsächlich dieser Anschlag so umgesetzt und ausgeführt werden sollte. Aber wir sind sehr erpressbar als Gesellschaft. Ein Hinweis dieser Art reicht aus, um uns in Angst und Schrecken zu versetzen. Ja, es ist so, dass diese Hinweise manchmal sehr konkret sein können und manchmal sind sie eben weniger konkret. Ich will mal ein Beispiel schildern, das wir selber erlebt haben. Weil hin und wieder gibt es auch mal Hinweisgeber, Informanten, die sich an die Medien wenden, weil sie irgendwas angeblich wissen. Und vor einiger Zeit trat so ein Hinweisgeber an uns heran und behauptete, tatsächlich, der Islamische Staat würde Anschläge vorbereiten lassen in Europa an verschiedenen Stellen. Er habe dafür auch Belege, habe Fotos, habe Koordinaten und weiteres, habe auch konkrete Namen von beteiligten Personen. Dann trifft man sich mit so einer Person, man bekommt all diese Informationen und prüft sie dann nach. Und wenn man dann zum Beispiel sieht, dass tatsächlich die einzelnen Koordinaten, die da genannt sind, wenn man sie dann eben entsprechend auf den Landkarten sucht, Orte bezeichnet, die wirklich sehr plausible Ziele sind, dann fragt man sich schon, warum würde ein Hinweisgeber, ein Wichtigmacher, sagen wir mal, sich die Zeit nehmen, all diese Einzelheiten so konkret zusammenzuschreiben und zu planen, nur um damit auf sich aufmerksam zu machen oder möglicherweise die Welt auch ein Stück weit in Angst zu versetzen. Das ist dann erstmal recht plausibel. Das müssen natürlich dann Behörden überprüfen. Das ist auch in dem Fall damals geschehen. Und es kam als Ergebnis heraus, unglaubwürdig. Aber alle, die dann sagen am Ende, so etwas ist unglaubwürdig, die haben natürlich ein ungutes Gefühl dabei, wenn dann doch irgendwas passiert und man fragt sich, war das vielleicht ein Hinweis, den man ernster hätte nehmen sollen? Man möchte definitiv nicht in der Haut derer stecken, die das zu entscheiden haben. Ich würde gerne Herrn Diefraui an der Stelle fragen, ist das die Art und Weise, wie die arbeiten, Sie als Kenner wirklich dieser dschihadistischen Szene, wie ernst muss man das nehmen? Ist das Teil dieser psychologischen Kriegsführung, um die es ja offenbar vor allen Dingen geht? Also interessant finde ich ja immer wieder, wenn wir von neuen Bedrohungen hören. Mhm. Jetzt war gerade der Anschlag in Paris, der war schrecklich. Mhm. Dann hieß es wieder, ja, gibt es jetzt eine neue, stärkere Bedrohung auf Europa? Ich glaube, wir haben so ein Kurzzeitgedächtnis. Leute wie Herr Tevensen, die sich mit der Szene auskennen, die Bedrohung ist seit 4, 5, 6 Jahren, wenn nicht noch länger, extrem hoch. Mhm. Und da machen die Medien dann vielleicht ihre Arbeit als auf andere Weise, als wir sie machen würden und sagen, ah, neue Bedrohung. Und die Politiker, wir müssen das sehr, sehr ernst nehmen alles, ja, aber dauerhaft ernst nehmen, halt ohne in Panik zu verfallen, ohne wie heute die ganze Presse oder gestern die Presse wieder neue Bedrohungen hochzuschrauben. Mhm. Die Bedrohung ist latent hoch. Die Bedrohung ist latent hoch. Mhm. Und damit müssen wir leben. Aber wenn wir jetzt sagen, wieder neue Bedrohungen, dann steht wieder diese Panikmache. Mhm. Und genau das wollen diese Dschihadisten, um unsere Gesellschaften zu polarisieren. Mhm. Das finde ich natürlich. Und das beeindruckt mich immer, dass wir einfach nicht uns mit der Realität abgefunden haben, dass die dschihadistische Bedrohung da ist und jedes Mal wieder neu und erstaunt tun. Und ich glaube natürlich auch, dass in der Situation wie dem gestrigen Fußballspiel nach den Anschlägen von Paris Politiker noch vorsichtiger reagieren als unter normalen Umständen. Das heißt, vielleicht wäre vor den Anschlägen hätte man das Spiel stattfinden lassen, obwohl der Chatter, so nennt man das auch, also was man so abhört, so mithört und Gefühle hat, da gewesen wäre, hätte man ihn für weniger kredibel gehalten als natürlich nach den schrecklichen Anschlägen. Sehr, sehr nachvollziehbar. Elmar, zum Schluss an Sie die Frage, was können Sie uns über den Stand der Entwicklungen in Paris sagen? Da hat sich die Lage heute noch einmal dramatisch zugespitzt. Was ist da passiert? Ja, man hat tatsächlich die Attentäter ausfindig gemacht, ganz offenbar, oder Personen, die unmittelbar mit ihnen zusammengearbeitet haben. Es gab dann eine regelrechte Belagerung der Polizei, am Ende auch die Erstürmung der Wohnung. Es haben sich mehrere der Terroristen dabei dann in die Luft gesprengt. Es hat eine sehr lange Schießerei gegeben. Am Ende wurde dann auch noch eine Person festgenommen. Es sind mehrere insgesamt festgenommen worden. Nach jetzigem Stand weiß man nicht genau, ob da tatsächlich der mutmaßliche Drahtzieher Abdaoud dabei war bei den Toten, die man doch dann gefunden hat.
Das meldet die Washington Post. Er sei dabei gewesen, also der Drahtzieher sei tatsächlich in dieser Wohnung gewesen. Es wird noch nicht von offizieller Seite bestätigt, deswegen muss man vorsichtig sein. Ich will Herrn Die Frau noch mal ausdrücklich unterstützen. Wir sagen immer, das ist alles neu, hat es noch nicht gegeben. Eine ähnliche Situation wie heute in Saint-Denis haben wir erlebt nach den Anschlägen 2004 in Madrid. Damals gab es auch eine Belagerung, da haben sich die Attentäter dann auch in der Wohnung in die Luft gesprengt. Wir haben auch Selbstmordattentate in Europa schon erlebt, das war 2005 in London. Und insofern ist sehr, sehr wichtig, nicht zu viel über Größte, Neueste und was ganz anderes zu reden, sondern zu schauen, das ist eigentlich eine alte Bedrohung, aber welche Werkzeuge oder welche Arten der Vorgehensweise sind vielleicht tatsächlich hier neu? Und hier haben wir etwas Neues, vielleicht Neues, nämlich dass eine möglicherweise enge Zusammenarbeit besteht zwischen Terrorismus und organisiertem Verbrechen, zwischen Waffenschmugglern und Terroristen. Denn das, was in Rosenheim vorletzte Woche gefunden wurde, ist in einem Auto, deutet darauf hin, dass größere Mengen Waffen tatsächlich nach Paris geliefert worden sind. Das Auto ist, das wissen die Behörden, jetzt mehrfach hin und her gefahren nach Paris. Das Auto mit den professionellen Verstecken für schwere Kriegswaffen. Und das, was noch offen ist, und es ist nicht sicher, ob das noch bestätigt wird, dass es tatsächlich einen Zusammenhang mit den Terroristen gibt. Aber selbst wenn nicht, dann sind Waffen, und zwar nicht wenige, und Sprengstoff nach Paris transportiert worden. Und das nicht einmal, sondern ganz offenbar mehrfach. Und zwar kreuz und quer durch Europa. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, Elmar Thewissen nach Mainz. Alles Gute Ihnen. Und ich würde gerne an Sie noch mal den Ball zurückspielen, Herr Die Frau. Ich wollte da was ergänzen, weil es gibt da einen neuesten Stand in Sachen Paris. Mhm. Der Staatsanwalt hat vor wenigen Minuten gesprochen. Da wurde eine Terrorzelle ausgehoben, die vage Verbindung mit den Attentätern hatten. Aber es war keiner der Attentäter oder keiner der Anführer dabei. Das heißt, es gab noch eine Zelle, die eben ausgehoben wurde. Das zeigt, das Ausmaß ist dann noch etwas größer, als wir uns das so denken. Also es scheint eine autonome Zelle zu sein, weil es wurde keine der Täter oder der Kommanditeure identifiziert. Wenn ich dazu etwas sagen darf, Sie sagen, das sei ja nichts Neues. Dieser Zusammenhang zwischen dem organisierten Verbrechen und dem Terrorismus, den gibt es an vielen Orten schon sehr lange. Denken Sie an die irische IRA, die sich begründet hat durch Bankraub und andere Formen von kriminellen Aktivitäten. In vielerlei Hinsicht sehen wir, dass die Schablone für Paris eigentlich aus Bombay oder Mumbai stammt. Taj Mahal Hotel und so weiter, diese Angriffe. Denn da haben wir die direkte Zusammenarbeit gesehen zwischen kriminellen Banden, die Material beschafft haben, auch Personal in die Stadt geschleust haben, um den Terroristen es zu ermöglichen, ihre Angriffe vorzutragen. Wenn Sie das jetzt hören und mitkriegen, was da in Paris zum Beispiel Freitag auf Samstagnacht dort passiert ist, ist das etwas, was auch Sie, der Sie ja schon sehr, sehr lange mit dieser Form von Bedrohung leben mussten, zwangsläufig. Und wir haben uns schon einmal getroffen, da haben Sie mir geschildert, wie man sich irgendwann einfach daran gewöhnt und einfach versucht, sein Leben weiterzuleben. Sie sagten damals so schön, Humor ist eigentlich die einzige Waffe, die tatsächlich dagegen hilft. Man muss das einfach irgendwie versuchen, mit Humor zu nehmen. Hat Sie trotzdem diese Dimension überrascht? Denn damals ging es gegen Sie ganz konkret. Es gab einen konkreten Auslöser. Sie hatten angeblich oder vermeintlich den Propheten beleidigt. Aber jetzt kann es plötzlich jeden treffen. It never was about specific reasons. Es gab nie spezifische Gründe. Das waren immer nur Vorwände, um Angriffe vorzutragen. Nein, ich bin nicht überrascht. Ich bin entsetzt, aber nicht überrascht. Und ich muss schon sagen, dass ich sehr viel Bewunderung empfinde für die Bewohner von Paris und ihre Art zu reagieren, wie sie ihr Leben weiterführen, abends ausgehen, wie sie es ablehnen, das normale Leben sich zerstören zu lassen in Paris. Die einzige Antwort. Ich würde gerne Klaus Strunz an der Stelle einmal mit ins Boot holen. Auch Sie, Herr Haseloff, wenn man dann plötzlich wie Innenminister Thomas de Maizière gestern vor einer solchen Situation steht, du musst diese Entscheidung treffen, ziehen wir da jetzt den Stecker, sagen wir dieses Fußballspiel tatsächlich ab oder
lassen wir spielen und im Zweifel riskieren wir, dass etwas Schlimmes passiert. Wohlwissend, dass egal wie du es machst, so oder so die Verunsicherung in der Bevölkerung groß sein wird und auch fast egal ist, welche Worte du dafür wählst. Ich glaube, man muss erstmal voraussetzen, dass Thomas de Maizière ein Profi ist. Der ist ja nicht frisch im Amt. Und unabhängig davon, ob man jetzt im Nachhinein dieses oder jenes Wort, was verwendet wurde, versucht zu interpretieren im Sinne von Unschärfe oder Missverständlichkeit, muss man klar sagen, er stützt sich ja auf Daten seiner Fachleute, die genau wissen, was Rauschen ist, was das normale Eingehen von Informationen ist und das, was gravierend rausragt. Und die Informationslage muss gestern und vor allen Dingen nochmal zeitlich zugespitzt zum Schluss so gravierend gewesen sein, dass er diese Entscheidung getroffen hat. Sicherlich auch nach klarer Rücksprache mit der Kanzlerin, weil es darum ging, wirklich Schaden von den Menschen abzuwenden. Die Entscheidung so zu treffen ist, glaube ich, sehr, sehr nachvollziehbar für jeden, der uns gerade zusieht und für jeden auch hier im Studio. Aber die Frage trotzdem noch mal an Sie. Wie sehr ist man sich der Tatsache bewusst, dass man mit jedem einzelnen Wort, das man dort sagt, im Zweifel die Dinge schlimmer als besser macht? Gut, ich meine, es gibt eine eigene Dynamik bei solchen Interviews. Wir haben es ja selber dort erlebt gestern. Und man sitzt ja oftmals in ähnlichen Situationen und versucht, möglichst klar zu formulieren, unmissverständlich zu formulieren. Ist es aus Ihrer Sicht hilfreicher, wenn man den Menschen eher mehr Wahrheit zumutet als weniger? Ja gut, die Recherchen bzw. die Analysen liefen ja noch. Es war wirklich in einer Zeit dieses Interview gesetzt, wo noch vieles ungewiss war und wo noch nicht alle Aktivitäten auch geklärt sind. Möglicherweise ist das, was heute in Paris passiert ist, in irgendeinem Zusammenhang auch zu sehen. Also ich muss klar sagen, auch Verständnis für uns werben, dass zumindest eins gemacht wurde. Es ist kein Menschen zu Schaden gekommen. Wenn etwas passiert wäre, es wäre katastrophal gewesen. Möglicherweise wäre es sogar passiert, wenn nicht abgesagt worden wäre. Wer sagt denn nicht, dass das alles gelaufen wäre, wenn es vollgelaufen wäre, das Stadion, und die Menschen dort in eine Hysterie gefallen wären und so weiter und so fort. Absolut, sehr nachvollziehbar. Ich finde trotzdem, wir sollten noch einmal reinhören in diese Pressekonferenz und dann gleich die Frage an Klaus Strunz, wie er das empfunden hat. Wir hören mal rein. Verstehen Sie bitte, dass ich darauf keine Antwort geben möchte. Warum? Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern. Ein Teil dieser Antworten würde unser Verhalten in Zukunft erschweren. Denn wir werden auch in Zukunft solche Entscheidungen zu treffen haben. Vielleicht nicht in Hannover, sondern irgendwo anders. Zum Teil würde auch die Aussagen, die ich jetzt machen würde, gegebenenfalls den Hinweisgeber dazu führen, dass wir vielleicht demnächst keine Hinweise mehr bekommen. Das wäre auch nicht im Interesse. Ich bitte einfach mal die deutsche Öffentlichkeit um einen Vertrauensvorschuss. So, die Bitte nach dem Vertrauensvorschuss. Wie haben Sie das empfunden? War das etwas, was tatsächlich zur Beruhigung der Situation beigetragen hat? Oder hätte man das anders formuliert? Im Strich ist die Antwort nein. Der erste Teil dieser Einlassung, es würde einen großen Teil der Bevölkerung verunsichern oder würde die Bevölkerung verunsichern, trägt nicht zur Sicherheit oder zum sich gut fühlen bei. Mhm. Aber ich will noch mal vielleicht sozusagen ein bisschen in die Analyse eintreten und das mit aufnehmen. Thomas de Maizière war gestern ja in einem doppelten Zwiespalt. Den ganzen Tag war der Zwiespalt absagen oder nicht absagen, wenn ich das richtig verstehe. Und der zweite Zwiespalt war, wie viel sagen, viel sagen oder wenig sagen oder gar nichts sagen. Und er fängt diese Pressekonferenz ja an mit keinem Kommentar. Der Teil war vorher. Er sagt zunächst, bitte haben Sie Verständnis, ich kann mich dazu nicht äußern. Und meiner Meinung nach hätte er es dabei ruhig belassen können. Denn jeder versteht doch an einem solchen Tag, dass seine Punkte 2 und 3 richtig sind. Ermittlungs...
gibt's doch dann auch immer, die Wörter kennen Sie besser, ermittlungstaktische Erwägungen, Quellenschutz und so weiter. Mhm. Dann hat ihn aber irgendwas überkommen. Ich habe die ganze Pressekonferenz geguckt und dann ist irgendwas mit ihm passiert. Vielleicht sozusagen das Gefühl, ich muss doch den Menschen die Wahrheit sagen, ich muss doch mehr sagen. Und dann hat er sich ja das Wort nochmal genommen. Da gibt es ganz skurrile Situationen, wo er sich das Mikro wieder hinstellt und dann sagt er das. Und das hätte er lieber bleiben lassen sollen, denn damit ist er irgendwie vom Innenminister zum Bundesverunsicherungsminister geworden. Und das ist wirklich traurig, weil ich glaube, seine Motive waren gut. Ich möchte den Menschen mehr sagen, als ich eigentlich dürfte. Mhm. Aber es ist in dieser einen Frage schiefgegangen. Und man kann ja heute in vielen Reaktionen, übrigens nicht nur den journalistischen, sondern im Netz sehen, dass es irgendwie einen Nerv bei den Menschen berührt hat. Diese eine Aussage. Und es ist eine gewisse Tragik, dass an einem so dramatischen Tag ein Halbsatz ein ganzes Land verunsichert. Mhm. Vielleicht überschätzen wir auch die Wirkung in der Bevölkerung. Denn die Ängste waren noch da. Nach dem, was in den letzten Tagen abgelaufen ist, waren so viele diffuse Ängste da, dass auch ein Innenminister überlegen muss, wie kann er das versuchen, auf ein Normalmaß so zurückzufahren, dass wir nicht in irgendeiner Weise in einer Dauerpanik in dieser Gesellschaft unterwegs sind. Auf der anderen Seite, die Vorläufigkeit seiner Ermittlungsergebnisse machten es gar nicht anders möglich, als dass er, sagen wir mal, sich in diesen Formulierungen versucht hat, in irgendeiner Weise den Fragen der Journalisten auch zu stellen. Und da muss man auch sagen, wer so eine Pressekonferenz schon mal gemacht hat, ich hatte ja in anderen Zusammenhängen bei Naturkatastrophen und Ähnliches auch schon so, als was hinter mir. Das ist auch kein Zuckerlecken, das muss man klar sagen. Und wenn Sie dann immer wieder die Wiederholung bekommen mit allem drum und dran und von der Facette etwas noch mal nachgefragt. Aber würden Sie nicht sagen, dass es in so einer Situation Teil der Jobbeschreibung ist, die richtigen Wörter zu finden? Ja, aber auch ein Innenminister ist ein Mensch. Das muss man auch ganz klar sagen. Ja, das ist unbestritten so. Aber es ist natürlich auch so, dass das, was du dir jetzt wünschst und was das Land ja nun auch braucht, sind Politiker, die überzeugen. Und zwar bei jedem einzelnen Auftritt, den du dort erlebst. Weil Verunsicherung hast du selber schon genug in dir. Herr Difraoui ist die ganze Zeit leicht amüsiert. Amüsiert Sie die Tatsache, dass das so gelaufen ist? Oder denken Sie gerade über die Tatsache nach, dass die eigentlich längst ihr Ziel erreicht haben? Das Ziel, das sie tatsächlich, das eigentlich über allem steht, nämlich uns bis ins Mark. Also amüsiert ist jetzt ein großes Wort, aber ich bin erstaunt darüber, wie groß die Verunsicherung in Deutschland ist. Also liegt es an den Medien? Als jemand, der in Paris lebt, in einer Stadt, die ohnehin seit Januar bis an die Zähne ist. Es ist natürlich auch sehr bewegend, dass die Deutschen so an dem Schicksal der Franzosen teilnehmen. Ich saß da auch nur 2 Kilometer weit entfernt von. Mhm. Und die französische Gesellschaft ist im Moment extrem verunsichert. Und genau das brauchen wir nicht. Genau das wollen diese Dschihadisten. Sie wollen polarisieren. Deshalb macht es mich bedenklich, dass die deutsche Gesellschaft selber verunsichert ist. Das geht ein bisschen weiter über die Teilnahme heraus. Und wenn Ihr Kollege, sagen wir mal, der deutsche Innenminister, sich da etwas verheddert hat, dann sollte das jetzt wirklich nicht zu solch einer Polemik werden. Aber das zeigt, dass Deutschland zu sehr verunsichert ist. Und ich möchte halt sagen, an alle Europäer, wenn wir uns verunsichern lassen, fallen wir in die Propagandafalle und in die strategische Falle, die uns der Islamische Staat und andere Dschihadisten gestellt haben. Und deshalb bitte ein bisschen mehr Selbstbewusstsein und uns nicht verunsichern lassen. Selbstbewusstsein fordern Sie ein. Ich finde, das ist gar nicht so einfach. Frau Barajati, würde Sie gerne fragen, Sie sind Muslima, Konvertitin. Wenn Sie diese Bilder sehen, mit welchen Gefühlen sehen Sie das, was da zum Beispiel auch in Paris passiert ist? Zunächst mit Sicherheit die Empathie für all das Leid, das dann in Familien kommt, über Menschen kommt. Dann aber auch die Angst, die Sorge, dass jetzt sozusagen wieder jeder, der sich in irgendeiner Form zu diesem Glauben bekennt, in Sippenhaft genommen wird? Sie fasst das sehr richtig zusammen. Es ist eine mehrfache Betroffenheit, die wir als Muslime erleben. Mhm. Und ich erinnere mich gut an die Minuten, bevor man wusste, wer den Anschlag begangen hat. Da ging wie ein gemeinsames Stoßgebet gen Himmel: Bitte lass es keinen Muslim sein. Als dann die ersten Hinweise kamen, man hat Allahu Akbar gehört. Mhm. Ich bin eingefroren. Denn was heißt dieses Allahu Akbar? Gott ist größer. Und diese Verbrecher stellen sich über Gott
Es ist nicht nur ein Verbrechen, ein Morden. Es ist natürlich auch eine Gotteslästerung und zeigt die ganze Pervertierung dieser Terrorideologie. Nun ist es aber an uns, gerade als Muslime, nicht nur sehr klar zu kommunizieren, das ist nicht der Islam, sondern weiterzugehen. Selbstbewusstsein ist ein wichtiges Stichwort. Wenn wir alle jetzt immer wieder sagen, gemeinsam gegen den Terror, wir Muslime sind ein ganz wichtiger Teil dieses gemeinsam. Wir sind hier wirklich eine Gesellschaft. Ich verstehe das Wort betroffen. Wir Muslime schon mal nicht. Also ja. Wir Muslime wirklich in aller, Pluralität, die wir hier auch haben. Wir haben Praktizierende, kaum Praktizierende. Ich würde sagen, wir europäische Staatsbürger, mir ist es egal, ob da jemand Muslim oder Christ oder sonst was ist, wir als Europäer, also möchte ich sowas gar nicht hören. Das ist interessant. Ich habe mein Statement noch nicht zu Ende gemacht. Wir werden auch wahrgenommen jetzt stärker als Muslime. Und ich habe erlebt, dass Menschen, die die Religion gar nicht mal so praktizieren, doch wieder auf dieses Identitätsmerkmal stärker zurückkommen. Und von daher gebrauche ich es auch bewusst. Aber mein Satz war ja nicht fertig. Wir als Muslime in einem demokratischen Rechtsstaat, zu dem wir uns nicht nur bekennen, sondern vielmehr an dem wir teilhaben. Wir sind ein Teil dieses Rechtsstaates. Wir stehen voll dahinter. Wir machen mit. Und diese Terroristen, was planen sie? Sie haben es gesagt, sie wollen uns spalten. Sie setzen auf ein Steigen von Islamfeindlichkeit. Islamfeindlichkeit ist der Dünger, mit der sie ihre Propaganda weiter betreiben. Und letztlich hat in ihrem Weltbild ein pluralistisches Leben, dass ich befreundet bin mit Christen, mit jüdischen Familien, mit Menschen, die sagen, na, ich kann überhaupt nicht mehr mit Religion. In Ihrem Bundesland wäre das ein großer Teil. Ja, das passt nicht in Ihr Weltbild. Und das möchte ich aber leben. Und das ist ein Angriff nicht nur auf unseren freiheitlichen, demokratischen Rechtsstaat. Das ist, sehen viele Musliminnen und Muslime so, auch ein Angriff auf die Existenz von Muslimen hier. Und hier sollen wir das alle gegensteuern. Das ist unbestritten richtig. Ich würde aber trotzdem, weil wir nähern uns gerade, ich würde Ihnen gerne allen die Frage stellen, zuallererst Ihnen diese Frage stellen, weil das ist die Gretchenfrage nach meinem Empfinden, um die sich wirklich alles dreht. Was hat dieser Terror nach Ihrer Meinung mit dem Islam zu tun? Ich kann mich nicht draufsetzen, das ist nicht der Islam. Ich muss diese mühsame und auch schmerzhafte Arbeit auf mich nehmen, die Versatzstücke, die sie benutzen, zu dekonstruieren und so auch Überbildung, religiöse Bildung zu immunisieren gegen dieses Gedankengut. Und darin sehe ich eine Chance, nicht nur in der Präventionsarbeit, das geht weiter. Und da bin ich wieder bei unserem Demokratiebewusstsein. Aber nochmal, ich muss da einmal nochmal einhaken. Also das heißt, diese Männer, die berufen sich auf dasselbe Buch, auf denselben Propheten, auf den sie sich auch berufen. Was sagt Ihnen das? Ja. Jede Religion kennt dieses Janusgesicht, dieses Doppelte, dass die Gewalt reinkommen kann. Und ich muss wirklich Bruchstück für Bruchstück hernehmen. Ein Beispiel. Die Terroristen reden von den Kuffar. Alle, die ungläubig sind, werden alle in einen Topf geworfen. Richtig. Sie sind die Einzigen, die die einzige Wahrheit haben, damit die Daseinsberechtigung, alle anderen nicht. Dieses Wort Kuffar kommt vor im Koran. Also habe ich eine Verpflichtung, über das Wort nicht nur zu reflektieren, sondern auch zu zeigen, in welchem Kontext es gebraucht wird. Das heißt, Sie benutzen das Wort nicht? Ich würde es benutzen, aber ich denke sofort an eine Sure im Koran, die damit sogar überschrieben ist, Al-Kafirun. Wie endet sie? Lakum dinikum walia din, euch eure Religion und mir meine. Im Koran ist das Ganze als ein Zeugnis zu lesen, dass Pluralismus Gott gewollt ist. Dann würde ich und das Wort Ungläubige, auch in der religiösen Bildung mit Kindern, finde ich, ist ganz wichtig. Wir wissen in Europa, was das für Unheil ausgerichtet hat. Diesen Respekt zwischen Religionen wirklich zu leben, ist etwas ganz Entscheidendes. Die Frage nach der Religion, das ist wirklich die entscheidende Frage. Ich würde gerne, bevor wir gleich zu Ihnen auch noch kommen, würde Sie gerne fragen, Herr Rushdie.
Hat denn Ihrer Meinung nach diese Art von Terror, die wir gerade durchleben und durchleiden, hat das was mit dem Islam zu tun? Oder anders gefragt, es kommt reflexartig, wirklich ganz reflexartig immer sofort die Bemerkung, auch wenn man Diskussionen zuhört, das hat natürlich mit dem Islam alles nichts zu tun. Ist es wirklich so einfach? Ich stimme sehr vielem zu, Sie sagen, aber es ist so schwer zu sagen, das hat mit dem Islam nichts zu tun, denn das ist ja nachweisbar nicht richtig. Ich muss eines sagen, es muss ein Problem sein, aus einem 1400 Jahre alten Buch seine ganze Weltanschauung zu beziehen, seine Philosophie. Vielleicht wäre es besser, man schaue sich jüngeres Gedankengut an. Aber gar keine Frage, es ist etwas geschehen im Islam. Eine Macht ist dort aufgetreten, eine Gewalt im Islam, die sehr unerfreulich ist und viele Muslime auch unterdrückt. Die ersten Ziele der Fanatiker sind doch die Muslime selbst, das dürfen wir nicht vergessen. Aber nichtsdestoweniger gibt es diese neue Kraft im Islam. Die sagen, Allah ist groß, beziehen sich auf den Koran, beschreiben sich als Muslime. Schwierig, aber nicht genug zu sagen, sie sind es nicht. Sie sind Muslime von einer Art, die den meisten Muslimen nicht gefallen würden. Das heißt aber nicht, dass sie nicht dazugehören. Ich habe den Eindruck, dass wir eine Selbstprüfung vornehmen müssen in der muslimischen Gemeinschaft. Was kann das möglich machen? Nicht der Koran, sicher nicht. Für mich hat das mehr zu tun mit Saudi-Arabien, ganz offen gesprochen, mit der Verwendung gigantischer Öleinkommen, Einkünfte, ein Vermögen auszugeben, in aller Welt Moscheen zu bauen, in denen dieses extremistische und dumme islamische Zeug erzählt wird. Und so viele junge Menschen werden damit großgezogen. Die denken das und da kommt das her. Ich glaube, wir können das alles beiseite lassen, die koranischen Ursprünge. Das hat mit dem Ursprung bei den Wahhabi zu tun. Der Wahhabismus, diese Minderheit, diese Sekte, muss man sagen, der nur sehr wenige folgten. Das wird nun Mainstream. Da kommt die Gewalt her. So, da sind wir, glaube ich, an einem ganz entscheidenden Punkt. Würde zuerst gerne Herrn Eldifraoui noch einmal in die Runde holen. Ist das der Punkt, dieser sehr aggressiv interpretierte Islam? Nein, das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Also Wahhabismus ist das Stichwort. Das ist ja, Wahhabismus, das sind... Also wir sind uns einig, den Islam als solchen gibt es nicht. Genauso wenig wie es das Christentum als solches auch nicht gibt. Aber ich stelle mir ja die Grundsatzfrage, wir reden jetzt über Wahhabismus. Ich glaube, die wenigsten Deutschen wissen überhaupt, was Wahhabismus ist. Ich möchte es jetzt mal erklären. Genau, die Saudi-Arabier haben, um ihren Staat zu gründen, eine Allianz geschlossen mit einem extrem puristischen, wenn nicht auch reaktionären, islamischen Geistlichen, wenn man das so sagen kann, der hieß Abdul Wahhab. Und die haben schon im 17. und 18. Jahrhundert gesagt, wir möchten nur zu den Wurzeln des Korans zurückkehren, zu den Überlieferungen des Propheten, die eigentlich gar nicht so lesbar sind. Die kann man auch in zig Sachen. Und dann haben diese ultrakonservativen Menschen aus Zentral-Saudi-Arabien, die so und so sehr konservativ, rückschrittlich waren, gesagt, so, das ist jetzt der Islam. Und so hat es zu sein. Frauen müssen voll verschleiert sein, so sieht die Scharia aus, etc., etc. Irgendwann auf dieser Gründungsdoktrin des saudischen Königreiches kamen dann die saudischen Petromilliarden dazu, sowie die Kontrolle von Mekka und Medina, die die Saudis erst in den 20er Jahren des letzten Jahrtausends erobert haben. Und auf einmal wurde diese sektenähnliche oder sehr traditionelle, reaktionäre Staatsideologie mit den Petromilliarden um die Welt propagiert. Mhm. Mit Moscheen in Bosnien, mit Moscheen in Indien. Das Gefährliche an dieser Staatsideologie ist, dass sie sehr, sehr dicht am Dschihadismus dran ist. Der Dschihadismus selber ist... Da, an dem haben wir eine große Mitschuld, weil der Dschihadismus selber ist erst entstanden, als wir die reaktionärsten Elemente in der islamischen Welt benutzt haben, um die Sowjetunion in Afghanistan zu besiegen. Damals wurden mithilfe Saudi-Arabiens, Pakistans und natürlich den Amerikanern die wirklich reaktionärsten Elemente in der islamischen Welt gesucht, um die Sowjetunion zu besiegen. Und da wurde... Wir reden über die Mujahedin. Da reden wir über die Mujahedin. Und ja, einige dieser Mujahedin haben
damit dieser Kampf gelingen kann in der Form von asymmetrischer Kriegsführung, nochmals Konzepte des Islams umgedeutet. Dschihad heißt dann auf einmal nur noch bewaffneter Kampf. Und da kommt auch dieses Begriff des Märtyrertums, wie wir ihn heute hören, her. Im Islam gibt es gar kein Märtyrertum in dem Sinne des christlichen Märtyrertums, das steht ihm eigentlich viel näher, wo man sagt, man muss sich für die Religion opfern oder so oder leiden oder sowas. Das gab es im Islam traditionell nie. Das wurde bewusst uminterpretiert, um im Kampf den Tod zu suchen, um durch Selbstmordattentate einen asymmetrischen Krieg zu führen. Also es ist eine ganz neue Entwicklung. Aber wir gucken uns das ja nie in der historischen Perspektive an. Aber das ist sehr, sehr interessant. Ich würde gerne, weil wir gerade an dem Punkt sind, und einmal noch mal diese Linie weiter verfolgen, bevor wir gleich in die Diskussion einsteigen. Sie sagen, Mujahedin ist so ein Stichwort, Afghanistan. Osama bin Laden hat in der Zeit, glaube ich, auch schon eine Rolle dann irgendwann gespielt, weil er genau diese Leute mit seinen Möglichkeiten unterstützt hat. Osama bin Laden hatte einen Mentor, einen hochintellektuellen Palästinenser, der wirklich Konzepte, wie dieses Märtyrer heißt in Arabisch zum Beispiel Shahid, das ist ein Zeuge, ich bezeuge meinen Glauben. Und er hat es dann wirklich auf den Tod suchen im Kampf und dann später Selbstmordattentate umgedeutet. Das war, also das war wirklich der Beginn dieser Ideologie, die wir heute Dschihadismus nennen, die sich dann weiterentwickelt habe, die zunächst durch Afghanistan-Kämpfer nach London exportiert wurden, weil die da eine relativ liberale Heimat hatten. Und Sie sagen nach Bosnien. Genau, Sie sagen, Bosnien spielt in dem Zusammenhang eine ganz entscheidende Rolle. Inwiefern? Der Bosnien-Krieg spielt. Damals haben wir das als serbische Propaganda abgetan. Ganz viele Afghanistan-Krieger haben in London politisches Asyl bekommen. Und es tobte gleichzeitig der Bosnien-Krieg. Sehr, sehr viele junge Europäer sind aus Solidarität in den Bosnienkrieg gegangen, um die Muslime waren natürlich die Opfer des Krieges, zu helfen. In diesem Elan von Solidarität sind sie dann in Bosnien, und das wurde uns lange verschwiegen, auf Ex-Afghanistan-Kämpfer gestoßen, eine wirkliche Mujahedin-Brigade. Mhm. Ich war damals im Bosnienkrieg, das hielten wir für serbische Propaganda. Da waren also wirklich 500 bis 1000, 1500 ex-afghanische Kämpfer, die von der Ideologie schon identifiziert waren. Die jungen europäischen Muslime stießen dann auf die Afghanistan-Kämpfer, teilten diese Ideologie, kehrten ihre relativen Heimatländer zurück und konnten die Ideologie des Dschihades weiter propagieren. Zum Beispiel auch hier in Deutschland, da gab es eine kleine Gruppe in Freiburg, dann natürlich in London, dann in Paris, die ersten Attentate fanden statt. Und die letzte Stufe sozusagen, oder der dritte Schritt, zumindest würde mir das jetzt logisch erscheinen, irgendwann muss all das doch in diese Vorstädte gekommen sein. Molenbeek zum Beispiel ist einer der Orte, der immer wieder als Name fällt. Das ist wirklich eine ganz grobe Vereinfachung, nur um zu zeigen, wie lange damit wir schon konfrontiert sind. Nach dem Bosnienkrieg fanden bereits Attentate in Nordfrankreich statt mit belgischen Waffen, mit solchen mafiösen Strukturen. Da haben zwei Konvertiten, französische Konvertiten, sogar einer Arzt, in Nordfrankreich Attentate versucht begangen. So weit geht das zurück. Und die hatten auch ihre Belgien-Willen. Die belgische Sache ist noch mal separat, weil die belgische Regierung wirklich extrem, wie wollte ich es nennen, extrem tolerant war gegenüber, also ein totaler Laxismus im Sinne, dass die Belgier wahrscheinlich zu sehr damit beschäftigt sind, ihre flämisch-wallonischen Spannungen da irgendwie auszuverhandeln, als dass sie jemals wirklich sich um dieses Problem gekümmert haben. Aber dieser spezielle Vorort, das ist auch noch ganz interessant, das ist kein armer Vorort, da gibt es arme Viertel, aber da wohnen auch bürgerliche Familien und so weiter. Aber erklären Sie uns einmal, wie kann es denn passieren, dass unter den Augen sozusagen der EU, ich meine, die sitzen in Brüssel, da sitzt dieses Parlament, da sitzt die EU-Kommission, wie kann es denn sein, dass sich dort solche Dinge zusammenbrauen, Dinge passieren, und man lässt das einfach laufen? Das sind relativ kleine Zellen. Aber trotzdem, wie konnte das passieren in den Vorstädten oder im 19. Pariser Bezirk? Wie kann es hier im Ruhrgebiet passieren? Ich glaube, das passiert auch, weil wir diesen Dschihadismus als Ideologie nicht wirklich ernst genommen haben. Wir haben immer nur probiert, seine Symptome zu bekämpfen. Ein paar Pflaster raus, ein bisschen Sicherheitsmaßnahmen verstärken. Aber wir haben diesen Dschihadismus, der wirklich eine hochgefährliche Ideologie ist, nie an seinen Wurzeln genommen. Und da gibt es, ich meine, das ist eine Ideologie, die reicht von Indonesien, also sie hat eigentlich jedes Land erreicht. In Australien gibt es dschihadistische Gruppen. Okay. Und diese Ideologie
wurde nie wirklich bekämpft, weil wir die Wurzeln auch nie wirklich analysiert haben. Und das ist eigentlich die große Aufgabe. Es geht jetzt nicht darum, es geht nicht darum, Daesh jetzt militärisch zu besiegen. Erst Klaus Strunz, dann Herr Haseloff, dann Sie. Also ich finde es eine sehr interessante Ausführung, habe auch was dazugelernt aus der Geschichte heraus, würde aber jetzt gern was über die Gegenwart sagen. Wir stellen uns ein, wir zählen hier und da, wir stellen uns einmal Folgendes vor, und zwar heute, nicht vor 100 Jahren, nicht vor 1000 Jahren. In der christlichen Kirche würde es plötzlich Zellen geben, Splittergruppen, seltsame, sinistre Menschen. Und die würden anfangen, Bombenattentate zu machen. Dann würde aber in den christlichen Kirchen jeden Sonntag jeder Pfarrer laut das Wort ergreifen und sagen, das ist nicht unsere Kirche, das sind andere, das prangern wir an. Es gäbe Lichterketten von Christen weltweit, die sagen würden, wir solidarisieren uns mit den Opfern. Wir machen große Trauermärsche für die Opfer. Das würde es geben. Wo sind die denn in der islamischen Welt? Das kann ich auch nicht so stehen lassen. Ich hätte mir mehr Lichterketten gewünscht, aber es ist in der Tat so, dass islamische Gelehrte, die ich nicht mag, also sehr angesehene, konservative, es gibt zum Beispiel einen offenen Brief von 187 Rechtsgelehrten gegen den islamischen Staat, wo erklärt wird, dass sie wirklich nichts mehr mit Islam zu tun haben, dass Jesiden nicht zu versklaven sind. Das wird bei uns auch nicht rübergebracht, das wird nicht genug kommuniziert. Da weil wir teilweise aber nicht in der Lage sind, das zu lesen, schlicht und ergreifend. Ja, aber es wird immer mehr auch übersetzt in alle Sprachen. Und ich merke, auch bei den Medien gibt es immer mehr Bereitschaft, diese Sachen dann auch zu bringen. Sie erkennen den Nachrichtenwert, wie wichtig das ist. Sie polarisieren. Ich teile diese Analyse in vielen Punkten und meine, hier ist jetzt auch der Moment, dass wir Berichterstattung brauchen zu dem, was in der muslimischen Welt passiert. Denn da passiert sehr viel. Und wenn es um Prävention geht, wenn es die Dinge an der Wurzel packen geht, die Aufmerksamkeit für die Dramatik ist schon seit Jahren da und es entwickelt sich gerade auch von der Theologie her ein starkes Gegengewicht, dass man weg will von diesem wahhabitischen Zugang, also methodisch, kontextorientiert, weg von wortwörtlicher Auslegung. All diese Dinge sind sehr wichtig. Ich will es nur noch einmal, begreifen, weil ja offensichtlich eine große Koalition sich bildet, dass die islamische Welt vollkommen aufgeklärt mit den Dingen umgeht, die da geschehen. Das glaube ich. Ich habe eine konkrete Frage. Gab es eine große Solidaritätskundgebung, Trauerbekundung in einer der Hauptstädte der islamischen Welt mit den Opfern von Paris? Oder haben es die Medien nur verschlafen? Aber bitte schauen Sie, da brauchen Sie gar nicht Schauen Sie die Facebook-Profile von den Muslimen an, die sich auch rot-weiß-blau in den Farben der Trikolore bringen. Also eine Riesenbetroffenheit, wenn man die sozialen Medien anschaut, kann man verfolgen, das ist transparent, ist da. Aber auch das Gegenteil in den sozialen Netzen. Das müssen Sie doch mal ansehen, was da in den letzten Tagen abgegangen ist. Ja, aus welchen Ländern. Das muss man auch mal sehen. Und das sehen auch unsere Sicherheitsorgane. Was ist denn da abgegangen? Dass man im Prinzip Applaus geklatscht hat, als die Opfer dort zu verzeichnen waren in Paris. Das muss man auch mal sehen. Schauen Sie sich mal das Ranking an, derjenigen, die in den sozialen Netzen dieses gut geheißen haben, was dort in Paris stattgefunden hat. Jetzt machen wir das gegenseitige Polarisierungsspiel und das regt mich so ein bisschen, lese ich auch. Aber Sie können ihm auch nicht ausweichen. Wir wollen das verstehen und Argumente austauschen. Einer nach dem anderen. Bei diesem Polarisierungsspiel, ich kann Ihnen Geschichten erzählen, wo ich zum Beispiel Training mache für junge, andersrum, ich fange nochmal an. Wir bilden auch französische Regierungsinstitutionen in Sachen Prävention aus. Darunter auch zum Beispiel Leute, die Gefängnisse leiten. Die haben ein großes Problem, dass die Gefängniswächter, die
aus demselben sozialen Milieu. Oftmals kommen ihre Häftlinge bei Fortbildungskonferenzen auf einmal zu reden wie der IS und sagen, Kopf ab diesen Terroristen. Und solche Sachen hört man die ganze Zeit. Und wenn ich solche Polarisierungen höre, dass ein Gefängniswächter genauso denkt wie sein IS-Häftling, dann sehen wir, bis zu was das führen kann. Und diese Polarisierung möchte ich in dieser Gesellschaft nicht haben. Ich will aber nur mal eins sagen an dieser Stelle. Das, was wir gerade jetzt diskutiert haben, meinen Sie wirklich, dass unsere Zuschauerinnen und Zuschauer das alles so nachvollziehen konnten? Ich habe das Problem, dass ich Bürgern gegenüberstehe, die mehrheitlich sehr wenig über Religionen generell wissen, die demnächst wählen sollen, die das, was jetzt in den letzten Tagen, Wochen und Monaten passiert ist, erlebt haben, die auf der anderen Seite ein völlig anderes Thema, die Flüchtlingszuströme sehen, die Schwierigkeiten, die wir mit der Integration haben, mit all den Belastungen, die wir auch haben, die wir am Anfang auch sehr gerne getragen haben und jetzt merken, wie auch die Kräfte in gewisser Weise nachsetzen und wo wir als Politiker darauf achten müssen, dass wir die Botschaften so formulieren, dass wir nicht einen Rechtsruck in dieser Gesellschaft kriegen. Und dazu müssen wir auch dadurch beitragen. Sie müssen auch aufpassen, dass Sie nicht einen Rechtsruck in Ihre eigene Partei kriegen. Zum Beispiel. Ja, zum Beispiel auch wie, das. Wie begegnen Sie denn dem? Das ist genau das Thema, wo man sehr, sehr exakt formulieren muss. Und zwar, indem man an den Fakten dranbleibt, das ist ganz klar. Aber wo man formulieren muss, was die Grenze ist, die wir nicht zu überschreiten haben, wo wir ein ganz sauberes Wording hinlegen. Ich würde gerne aufpassen, muss nicht in den Rechtspopulismus richtig, zu genau verfallen. Das ist genau, das. Genau das ist das, wo man genau trennen muss, da sind wir uns dass das Flüchtlingsthema mit diesem Thema nichts zu tun hat. Ja, nichts genau. zu tun hat. Und das heißt, Sie haben Herrn Söder schon angerufen? Wir diskutieren das durchaus. Wie fanden Sie das? Dass da jemand sagt, Paris ändert alles? Horst Seehofer hat nicht umsonst einen Rückpfiff gemacht. Das muss man ganz klar mal sagen. Und das ist, denke ich mal, auch in Ordnung so und auch notwendig gewesen. Und wer mich kennt, weiß, dass ich an dieser Stelle auch ganz klare Formulierungen wähle, wenn es darum geht, bestimmte Sachen nicht illegitim zu vermischen. Mhm. Nur ich muss auch darauf achten, dass ich den Trost beieinander halte, dass die gesellschaftliche Mitte steht und sich nicht von Rattenfängern abfangen lässt und in der Wahlkabine in den nächsten Monaten irgendetwas passiert, was wir alle nicht wollen. Und deswegen müssen wir bei aller Differenziertheit der Bewertung der Situation darauf achten, dass wir klare Botschaften formulieren und die heißen schlicht und einfach, wir brauchen die Grundwerte, die in unserem Grundgesetz formuliert sind, Trennung von Religion und Staat, damit auch klar ist, was nicht zur Disposition steht, was nicht verhandelbar ist und was wir in dieser Gesellschaft auch als Parallelgesellschaft nicht zulassen dürfen. Wird Ihnen jeder zustimmen? Das ist natürlich die Sicht des Innenpolitikers. Ich würde gerne Herrn Rushdie an der Stelle fragen, weil er jemand war, der sehr betroffen war von genau dem, was wir jetzt erleben. Kann man denn nach allem, was Sie erlebt hat, kann man nach Ihrer Erfahrung Weltanschauung bombardieren? Natürlich nicht. Ich habe diese Sorge. Einverstanden mit der Vermeidung der Polarisierung und so weiter. Aber das polarisierende Ereignis war die Bombe in diesem Musikclub. Nicht die Reaktion darauf hat polarisiert, sondern das Ereignis. Lassen wir also uns nicht tadeln für das, was der Feind tut. Das ist ein sehr kluger Gedanke, finde ich. Sehr wichtiger Gedanke. Das ist richtig. Aber ich denke noch etwas. Wenn man nun beginnt, die Theologie des Islam davon etwas abzutrennen und sich die Politik des Islams anzuschauen, der große Rat, den Deep Throat damals gab in der Watergate-Angelegenheit, war, follow the money. Guck, wer davon profitiert und wer bezahlt. Dann weißt du auch, was passiert. Wer zahlt denn hier für den sogenannten IS? Und wo geht das Geld hin? Das Geld kommt von islamischen Staaten und geht zum sogenannten islamischen Staat. Saudi-Arabien, Katar, das ist wie Schutzgeld, das da fließt. Es wird Geld gegeben durch arabische Staaten an die Terroristengruppen und dann gibt es dort keine Terroranschläge bei denen. Die outsourcen den Terrorismus, um sich zu schützen und zu verteidigen. Die Korruption in den arabischen Staaten ist gewaltig. Und wir denken immer an unsere Alliierten, wenn wir an sie denken. Das sind nicht unsere Alliierten. Saudi-Arabien ist nicht der Alliierte des Westens, sondern der Feind.
Das ist die Quelle des ganzen Übels. Da kommt das Gift her. Wir können immer noch weiter sagen, stimmt gar nicht, weil wir das Öl wollen oder brauchen. Oder wir schauen uns die Welt an, so wie sie wirklich ist. Das ist eine sehr düstere Vision und die geht ja sehr auch in die Richtung dessen, was zum Beispiel auch Menschen wie, Herr Kienzle zum Beispiel sagen, ja, wenn die, kennen Sie möglicherweise nicht eine Auslandskorrespondentenlegende, muss man sagen, Ulrich Kienzle, jemand, der sich im arabischen Raum auch sehr gut auskennt und der zum Beispiel darauf hinweist und sagt, es betrifft nicht nur den Nahen Osten. Es betrifft zum Beispiel auch Indonesien, wo man hingeht und sagt, da gibt es ein riesiges muslimisches Land und man versucht das systematisch langsam zu destabilisieren, indem man Prediger dorthin schickt, man unterwandert diese Gesellschaften. Genau das Gleiche auch im Jemen zum Beispiel zu beobachten. Immer die Rede von dieser sehr aggressiven Form des Islam. Wie können wir dieser Sache Herr werden? Also wie geht man dagegen vor? Was ist Ihr Rezept? Ich bin Schriftsteller und nicht Politiker. Aber was Schriftsteller tun können, ist ganz genau das Ding beim Namen zu nennen. Das ist es. Schau dir das an. Der, den du für deinen Freund hältst, verhält sich so, dass es deinen Interessen sehr schaden wird. Fang an, den so zu behandeln, wie er einzuschätzen ist, anstatt wie der Präsident der Vereinigten Staaten, der seinen Besuch am Taj Mahal streicht, um zur Beerdigung des Königs von Saudi-Arabien zu eilen. Nein, wir müssen allmählich verstehen, dass wir ihnen mit Argwohn begegnen müssen, erklären müssen, wir wissen, was da gespielt wird. Er macht uns nichts vor, wir wissen, wo das Geld herkommt, wer das alles bezahlt. Da muss es Konsequenzen geben, politische Konsequenzen. Was ich sage, ist dies. Schluss mit diesem Sprechen über Theologie, was der Koran sagt, was er nicht sagt, wie Sie das lesen müssen, was da vor 1400 Jahren geschrieben wurde. Reden wir über Politik vor dem Hintergrund. Und dann wird das lösbar. Sie gehen noch einen Schritt weiter und sagen, wir stehen nicht etwa vor einem Krieg, sondern wir sind bereits mittendrin. Wie ist das gemeint? Das ist übrigens auch ein Thema in Ihrem neuen Buch. Ja, das ist ein sehr interessantes Buch, ist gerade auch mit Blick auf diese Geschichten, weil es um diesen großen Konflikt geht. Also Gut gegen Böse, Religion gegen Ungläubige, sogenannte, und so weiter. Well, I mean, I must say, I'm kind of upset by the habit. Also ich bin schon ein bisschen verärgert darüber, dass diese Geschichten in meinem Buch nun Wahrheit werden. Nun wird plötzlich dieses, was ich als Mischung von Märchen und Realität beschreibe, Realität wird nur noch. Es gibt Monster, es gibt dunkle Kräfte, die am Werk sind in der Gesellschaft. Und da lässt sich nicht einfach zu sagen, gut und böse. Da gibt es jede Menge Zusammenarbeit auch und Kontakte. Es geht darüber auf eine etwas surrealistische Art und Weise, diese Djinns, die übernatürlichen Wesen, die die Welt angreifen. Aber es beschreibt nichtsdestoweniger unsere Gegenwart, die Gegenwart der Seltsamheit. Und das ist natürlich im Buch surreal, aber wir leben in dieser Zeit, denke ich, in einer Zeit, in der die Welt sehr, sehr schnell erstarrt, einfriert, auf extreme Weise und Metamorphosen erlebt, die ich anspreche. Einige sind theologisch, andere sind anders bedingt. Wir leben in einer Zeit unglaublicher Metamorphosen, Veränderungen, Ungewissheit und eben Angst. Und ich versuche in meinem Buch nun einen Weg zu finden, wie man darüber reden kann. Über märchenhafte Töne, aber Märchen meinen immer auch die Wirklichkeit. Also das ist ein Märchen über die Wirklichkeit. Ja, man hat teilweise, es ist beklemmend, das zu lesen, weil man das Gefühl hat, es ist eins zu eins das, was wir Abend für Abend in den Nachrichten sehen. Herr Haseloff, an Sie die Frage an dem Punkt. Wir haben gerade vom Krieg gesprochen. Es gibt Menschen, die sagen, das trägt alles zur Hysterisierung bei, wenn der Bundespräsident sagt, wir sind da in einer Art Krieg. Der Papst spricht vom Dritten Weltkrieg. Herr Rushdie sagt, wir sind eigentlich längst mittendrin. Also wie gehen wir davor, wenn wir behutsam und bedächtig sein wollen? Bombardieren, ja oder nein? Deutschland eingreifen, ja oder nein? Erstmal sollten wir verbal abrüsten, wenn wir das nicht weiter anheizen wollen. Denn wir müssen das Ganze jetzt erstmal so analysieren, dass wir auch wirklich an die Wurzeln kommen der Anschläge, die jetzt dort organisiert wurden. Wir kennen zwar
die groben Zusammenhänge, aber es sind sicherlich noch ganz individuelle Dinge dabei zu beachten. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, da kann ich Ihnen auch von vorn noch recht geben, es ist ja eigentlich ein Prozess, der schon viele, viele Jahre läuft. Es ist ja nicht so, dass wir plötzlich vor einer Situation stehen, wie damals vielleicht noch am 11. September 2001. Da war das schon ein gewisser Schock, unabhängig davon, dass es auch davor Terror gegeben hat. Der Prozess der Globalisierung heißt eben auch öffnen, heißt eben auch, dass man Weichteile hat, dass man also auch angreifbar ist und dass eine offene demokratische Gesellschaft überlegen muss, wie sie ihre Freiheiten und ihre Werte hochhält, ohne dass sie ihre Wehrhaftigkeit verliert. Momentan merken wir, wir haben keine Grenze mehr. Wir haben gedacht, als wir die Grenzen nach außen auf die Schengen-Linie gelegt haben, dass das sozusagen eine 1-zu-1-Übertragung ist von dem, was wir als nationalstaatlicher Sicherung bei aller Durchlässigkeit der Bundesrepublik hatten. Und jetzt merken wir, das war wie bei Kaisers neue Kleider. Das heißt also, es ist dort nichts da. Wir haben uns was vorgemacht? Wir haben uns was vorgemacht. Was heißt denn das als Konsequenz? Das heißt ganz konkret, dass wir unabhängig davon, dass Schengen jetzt mit Leben erfüllt werden muss, mit Ressourcen, mit allem drum und dran, vor allen Dingen dafür sorgen müssen, dass wir in der Zwischenzeit das, was dort nicht funktioniert, an unserer innerstaatlichen Grenze, wenigstens dem Grunde nach so organisieren, dass nicht jeder reinkommen kann, unregistriert, der momentan unterwegs ist. Aber wir wissen derzeit nicht, wie viele im Lande sind, wie viele in der Bundesrepublik sind. Von denen, die ankommen, gehen bis zu 40% täglich weg, wo wir nicht wissen, wo sie anschließend da sind. Seit Monaten ist das so. Wir haben derzeit, das ist in Ihrem Land auch so ganz konkret? In der ganzen Bundesrepublik ist das so. Die ankommen, sollen registriert werden und anschließend nach den entsprechenden Abläufen sind große Teile nicht mehr vorfindbar. Teilweise sind sie vielleicht in Schweden oder sind in irgendwelchen abstrakten Ballungsgebieten verschwunden. Das heißt, wir haben einen Riesenschwund. Wir machen jeden Freitag erstmal einen Abgleich, wie viele denn wirklich da sind. Bezüglich derjenigen, die angekommen sind, fehlen bis zu 40% in den letzten Monaten. Wo sind die? Das kann doch nicht aber das System heißt, Deutschland sein. Aber heißt das, Sie sind dann näher bei Horst Seehofer als bei Ihrer Kanzlerin? Nein, ich bin bei der Verfassung. Die Bundesrepublik Deutschland. Was heißt denn das? Ja. Schwierige Frage. Die Bundesrepublik Deutschland hat ihre territoriale Integrität und Sicherheit aufrechtzuerhalten. Sie hat sie. Hat sie sie aufgegeben? Sie hat sie innerhalb der Europäischen Union abgegeben, in der Hoffnung, dass es 1-zu-1 dort praktiziert wird. Mhm. Jetzt merken wir, dass es nicht funktioniert hat und auch heute noch nicht funktioniert. Und da muss nachgearbeitet werden. Da gibt es viele Dinge. Wir haben auch schon Beschlüsse gefasst. Wenn die umgesetzt sind, mittel- und langfristig greifen die auch. Aber in der Zwischenzeit kommen noch viele, viele Zehntausende unregistriert nach Deutschland. Wir schweifen jetzt ein bisschen ab, weil wir uns, glaube ich, alle in der Runde einig sind, dass Flüchtlingsdrama überhaupt nichts mit Terrorismus zu tun hat. Richtig. Ich glaube, das wäre ganz falsch, das zu vermischen. Ich würde Sie trotzdem gerne fragen an dem Punkt und sozusagen eine kleine Klammer einmal aufmachen. Sie sind als Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt derjenige, der sich plötzlich mit einem Begriff wie Tröglitz konfrontiert sieht. Tröglitz, das plötzlich zum Synonym weltweit für Fremdenhass geworden ist. Wie geht man damit um? Ja, erst muss man feststellen, anders als bei den vielen, vielen anderen Anschlägen in Bayern, in Rheinland-Pfalz, in Schleswig-Holstein, ist Tröglitz bis heute noch nicht aufgeklärt. Wir wissen immer nicht, wo da die Spur hingeht. Mhm. Das muss man erst mal, was die Ermittlungsergebnisse anbelangt, fair zur Kenntnis nehmen. Wir haben unsere Vermutung, aber es ist kein Beleg da. Mhm. Unabhängig davon war das für uns das Signal zu reagieren. Und an der Stelle auch also klar. Also eine Vermutung, welche Vermutung, welche Richtung? Ja gut, das wird in alle Richtungen ermittelt. Es ist derzeit nicht identifizierbar. Wir dachten, wir sind schon ein Stück weiter. Das hat sich dann zerschlagen. Also ist für Sie nicht klar, dass das einen rechtsradikalen Hintergrund ist alles offen. Die Ermittlungsbehörden sind da, wie gesagt, unterwegs. Mhm. Entscheidend ist, dass wir uns aber nicht abbringen lassen. Es sind in Tröglitz Familien untergebracht und werden dort integriert. Und zwar gerade auch mit der Bürgergesellschaft dort vor Ort. Das heißt, wir haben ein Zeichen des Warentröglitz gesetzt. Und das werden wir an allen Stellen auch weiterhin in unserem Lande und auch in der Bundesrepublik tun. Man muss ja mal sehen, was wir als Deutschland zurzeit leisten. Welche Nation auf dieser Welt leistet so eine Solidarität, die derzeit bei allen Unwägbarkeiten, die ich auch gerade zur Grenzsicherung bzw. zur Registrierungsdichte auch gesagt habe, dass uns da vieles aus dem Ruder gelaufen ist. Aber im Prinzip können wir das erstmal selbstbewusst im Sinne von Solidarität für uns verbuchen. Auf der anderen Seite ist es ganz klar, dass wir, wenn wir Integration schaffen wollen, auch begrenzen müssen. Integration heißt ja nicht in Zelten unterbringen, sondern heißt Job, Kindertagesstätte, Sprachkurse,
und so weiter und so fort. Und dafür stehe ich. Das muss funktionieren, damit wir nicht in Paris und nicht in Brüssel landen. Ja, aber dann müssen wir auch reingehen. Das schlägt ja auch wieder den Bogen sozusagen zu dem eigentlichen Thema. Nee, aber das ist einmal, das ist eine Vermengung, die stimmt ja nicht. Es geht ja in Frankreich und in Brüssel geht es nicht um die Kapazitäten der Integration. Da gibt es andere Mechanismen, die da schief gelaufen sind. Sie waren kurz da, Stippvisite und jetzt haben Sie ein Argument gefunden. Ja. Nee, es ist ein bisschen komplizierter und da ist genau diese Vermengung, die uns nicht weiterbringt. Und das sind auch nicht die Hauptursachen für diesen Dschihadismus und Terrorismus. Das habe ich auch nicht gesagt. Ja, genau. Wie gesagt, wir sind uns einig, dass wir das nicht vermengen wollen, aber möglicherweise, und deswegen dieser kleine Ausflug jetzt rein argumentativ, ist es ja so, dass vielleicht diese sehr großzügige Geste, die dieses Land gerade in die Welt hinaussendet, etwas ist, was dazu angetan ist und dazu führt, dass dieser Hass zumindest an der Stelle einmal mal für einen kurzen Moment unterbrochen wird. Sie wollten schon die ganze Zeit. Wenn wir bei der Analyse sind, dürfen wir nicht auf eine Wurzel vergessen, und das ist der Konflikt in Syrien. Und ich habe schon die Hoffnung, dass jetzt auch die Weltpolitik aufgewacht ist und wirklich erkennt, wenn wir das nicht lösen, prolongieren wir all diese Konflikte, wird sich das noch weiter aufstauen. Und ich sehe hier wirklich diese dringende Notwendigkeit, auch darum, weil man zu lange weggeschaut hat. Und ich höre immer wieder, gerade auch von Schülerinnen und Schülern, wo waren die Demonstrationen, weil sie Demonstrationen ansprechen, für die Opfer in Syrien? Wo waren sie in Beirut jetzt? Ja, wir brauchen bitte eine weltweite Solidarität. Ja, ich glaube, es führt auch zu nichts, wenn wir uns gegenseitig sozusagen vorwerfen. Diese Solidarität, die haben wir hier in Deutschland, in Österreich, auch im Zupacken in der Flüchtlingsfrage. Und das ist das, was mir ungeheuer Optimismus gibt. Die letzten Wochen, wer hat geholfen? Da ging es nicht ums Religionsbekenntnis. Da ging es nicht um Glauben, da richtig. Da ging es auch richtig darum, dass man zeigt, Integration ist, wenn man helfen kann. Genau, da ging es um Empathie und Mitgefühl. Diejenigen, die vorher immer gesehen wurden, als die müssen wir integrieren, auf einmal waren die Mitintegrierenden. Aber wie wollen Sie den Krieg in Syrien beenden? Wie wollen Sie das machen? Das militärisch? Das Problem werden wir heute Abend mit Sicherheit nicht lösen. Am Verhandlungstisch weil es ein sehr komplexer Konflikt ist, der dort, glaube ich, stattfindet. Aber lass uns noch einmal über Glauben sprechen. Herr Rushdie, würde Sie gerne fragen, wie sehr hat das, was Sie in den letzten 20, 30 Jahren erlebt haben, wie sehr hat das Ihren Blick auf Religion verändert? Oder anders gefragt, waren Sie vorher ein gläubiger Mensch? Nein, ich sage sehr gerne, dass ich immer ohne Religion war. Mein Vater hat mich da rausgeschrieben. Das war das Wichtigste, was er für mich getan hat. Ich halte die Religion nicht für eine positive Kraft in der Welt, sondern für die Ursache vieler Probleme der Welt. Wir können alle stundenlang über den Dschihad sprechen, und das ist ein Riesenproblem. Aber in Indien, nehmen Sie Indien, das Aufkommen eines militanten Hinduismus ist ein Riesenproblem. In Amerika das Aufkommen eines verrückten Christentums sehe ich auch als Problem. Meine Sicht von der Religion ist, es würde uns besser gehen ohne. Hätten Sie das andere Buch kaufen sollen, nicht den Koran. Das wäre mir schon lieb. Sorry, but one can read both books. Man kann beide Bücher lesen. Klar können Sie beide lesen, das stimmt ja. Eines von den beiden ist sogar gut. Aber einverstanden, 100%, das unterschreibe ich. Wenn Sie wirklich die Flüchtlingskrise lösen wollen, dann müssen Sie die Ursachen beseitigen, aus denen die Leute um ihr Leben rennen. Solange Sie das tun, können Sie nur reagieren. Das Problem ist einfach, dass Sie um ihr Leben rennen. Und man muss sich fragen, warum? Mit welchem Ziel? Klar, ich glaube nicht an eine militärische Lösung. Nicht einmal in weiter Zukunft. Ich hoffe auf die diplomatische Lösung. Das würde viele Kompromisse bedeuten, die viele von uns nicht mögen. Das ist doch ganz klar. Aber wir brauchen eine stabile Lösung für Syrien, damit dieser Strom beendet wird. Nichts anderes kann das.
Also ich glaube, dass wir jetzt sehr umfassend und auch nicht immer im Konsens über Ursachen und Wurzeln geredet haben. Aber ich glaube, dass wir jetzt eine Dienstleistung sozusagen an unseren Zuschauern machen können, wenn wir noch mal über hier in Deutschland sprechen. Es gibt nämlich schon, und jetzt betrete ich sehr schwieriges Terrain, es gibt ja einen Zusammenhang zwischen Terror und Flüchtlingen schon, das ist der zeitliche. Also jemand, der jetzt in Deutschland lebt, hat zu tun mit seinem emotionalen Koordinatensystem, wie reagiere ich mit Angst und Sorge auf Terror, und mit seinem großen Herz für neue Menschen in Deutschland, für Zugereiste, für Flüchtlinge, wie können wir die integrieren? Das sind zwei so enorme Fragen, die jetzt quasi den emotionalen Kosmos von jedem einzelnen Bürger durcheinanderwirbeln, von Kindern, die Frage stellen, bis Großeltern, die Fluchtbewegungen in ganz anderen Zeiten erlebt haben. Und ich glaube, wir müssen diese Runde auch ein bisschen nutzen, um dafür Antworten zu finden. Das sind wir doch den Leuten schuldig. Was ist denn Ihre Antwort? Na, ich würde, also sagen wir mal, Umgang mit Terror. Ja, klar, also wir waren beim Begriff Krieg. Der fällt mir ganz schwer, den zu verwenden, weil ich finde, sozusagen Definitionen von Krieg bedürfen. Irgendwann muss es einen Friedensvertrag geben, den muss einer mit jemand anderem abschließen, und man muss irgendwann einen Krieg für beendet erklären können. Wie soll das bei einem Krieg gegen den Terror, das habe ich schon bei Bush nicht verstanden, wie soll das eigentlich funktionieren? Also mir wäre lieber, wir blieben im Status, auch in der rhetorischen Abrüstung, von einem Kampf gegen Terroristen, gegen Mörder, gegen Menschen, die ihre Religion missbrauchen. Das wäre mir die liebere Formulierung. Und diesen Kampf können wir nur führen, in meiner Auffassung, wenn wir uns auf unsere Stärken besinnen, nämlich die Stärken, auf unsere Stärken besinnen, und die lauten, sozusagen die Freiheit wirklich zu mögen. Ich habe sozusagen eine Art Selbstcheck mir überlegt. Sind wir eigentlich wirklich, glauben wir wirklich an unsere Freiheiten, an Religionsfreiheit, an Meinungsfreiheit, an Gleichberechtigung, von Homosexuellen, von allem. Glauben wir daran, oder haben wir das ein Jahrzehnt lang nur nachgeplappert, weil es bequem war und uns ohne Anstrengung zugefallen ist? Würden wir dafür kämpfen wollen? Würden wir dafür Opfer bringen wollen? Opfer bringen heißt längere Warteschlangen bei Sicherheitschecks. Opfer bringen heißt Züge halten an, weil sie gecheckt werden müssen nach Bombenmaterial. Stadien werden geräumt, kurz bevor das Spiel. Das alles Haushalte werden umsortiert. Sind wir bereit, das sozusagen auf uns zu nehmen? Sind wir wirklich bereit für diese Art von Kampf mit unseren Stärken sozusagen? Dann, glaube ich, können wir da bestehen. Wenn wir anfangen, uns ins geistliche Koordinatensystem, in das kranke geistliche Koordinatensystem unserer Angreifer und Gegner zu begeben, dann haben wir schon verloren. Naja, aber Herr Liefer, wir müssen uns doch mit denen beschäftigen, weil die kommen ja nicht irgendwo her, das sind ja keine komischen Aliens von irgendwo her, von einem fernen Planeten. Die kommen ja aus unserer Mitte, diese Leute. Wenn wir uns diese großen Fragen stellen, ne? Dann sollten wir uns auch die Frage stellen, warum gelingt es uns nicht, zum Beispiel unsere Jugendlichen, genau, die zum IS gehen. Das meine ich. Die kommen aus unserer Mitte, diese Leute. Warum gelingt es uns nicht, diese zu erreichen? Was ist da schiefgelaufen? Sind wir uns unserer Werte so unsicher, oder können wir sie nicht mehr vermitteln? Exakt, aber jetzt kommen wir, finde ich, dem Gedanken, der mich in dieser ganzen Debatte auch heute Abend wieder umtreibt. Ich habe noch einen zweiten anderen Gedanken. Der geht bestimmt nicht verloren. Sozusagen, das ist das, was mich umtreibt. Wir müssen doch jetzt sozusagen einen Handwerkskasten entwickeln, was wir wirklich tun. Anstatt in Talkrunden darüber zu reden, woher der Islamismus stammt. Und was wir wirklich wollen. Und was wir wirklich und wollen. Auch wieder vermitteln. Und wir müssen auch anerkennen, dass der Terror eben jetzt als ein neues Lebensrisiko in unser Leben getreten ist. Neu. Entschuldigung, ich habe es vergessen. Als ein weiteres Lebensrisiko. Zweiter Gedanke. Ich habe noch einen zweiten. Der zweite Gedanke ist, wir leben in einer Welt, die war noch nie so globalisiert. Deutschland ist keine Insel. Europa ist keine Insel. Und wir müssen dann irgendwann mal verstehen, dass alle diese Menschen, und das verstehen wir jetzt ja immer mehr, im südlichen Mittelmeerraum wirklich unsere Nachbarn sind. Auch die deutschen Nachbarn. Es ist nicht, der Krieg in Syrien ist eben nicht weit weg. Wir müssen aktiv dabei helfen, diesen Krieg, der wirklich einer der Hauptfaktoren für Radikalisierung ist,
Kongress, beizulegen. Und da muss eine ganz offene, große und paneuropäische Reflexion angefangen werden. Und da kann ich noch mal was sagen. Das, was mich sehr beeindruckt hat, eine der kleinen Maßnahmen, eine der großen Maßnahmen, die zum Beispiel gegen Daesh Wirkung gezeigt hat, war eben das deutsche Sommermärchen, wo Frau Merkel sagt, kommt und wir nehmen euch auf. Daesh hat 4 Tage nach dem Statement von Frau Merkel 4 Propagandavideos herausgegeben, in dem sie sagt, geht nicht nach Europa, macht das nicht. Muslime werden da nicht gut aufgenommen. Bleibt bei den Muslimen, empfängt eure Kinder nicht im Mittelmeer, weil Daesh Angst hatte, dass ihr die Leute... Also, das ist doch mal interessant. Mikrofon leider gerade ausgefallen. Aber ist auch ausgefallen? Zeitweise zumindest. Ja. Wir sind fast am Ende unserer Sendung. Ich würde gerne Herrn Rushdie zum Schluss fragen. Herr Rushdie, wie leben Sie heute? Also haben Sie noch Personenschutz? Sind Sie immer noch in einem Stadium, in dem Sie sagen, ich fürchte eigentlich um mein Leben? Oder ich bin wieder der freie Mensch, der freie Mann, der ich war, bevor diese Fatwa über mich kam? I'm fine, thank you. Es geht mir gut, herzlichen Dank. Ist okay, aber ich würde gerne unterstützen, was Klaus Strunz gesagt hat. Denn wir sind die Menschen, die in dem glücklichen Teil der Welt leben. Der größte Teil der Welt kommt nicht in den Genuss der Freiheiten, die wir für alltäglich und normal halten. Nehmen Sie China, nein. Der größte Teil Afrikas, nein. Der größte Teil der muslimischen Welt, nein. Sehr, sehr große Teile der Welt, wo die Menschen uns beneiden würden um unsere Freiheiten. Wir müssen die hochhalten, sie schützen, auch für sie kämpfen, denn sonst verlieren wir sie, wird man sie uns nehmen. Und ganz gewiss habe ich in all diesen Jahren das Gefühl gehabt, als mein Leben bedroht war, habe ich immer gedacht, ja, wofür lohnt es sich zu sterben, sein Leben zu riskieren? Und ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass die Werte, für die ich stand, es lohnen, verteidigt zu werden, wenn es sein muss mit dem eigenen Leben. Vorzugsweise lieber nicht. Aber schon klar. Aber Sie wären dafür bereit gewesen, ja? Sie wären dafür bereit gewesen. Das ist doch klar, das sind sehr, sehr wichtige Dinge. Der Umstand, dass wir hier sitzen und so reden, wie wir reden, der beruht doch auf einer Vorstellung von Freiheit, die der größte Teil der Welt gar nicht hat. Die haben nicht das Glück und wir haben es. Also verteidigen wir das. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Das ist ein schöner Gedanke. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen, bei Salman Rushdie, der heute unser Gast war, ein sehr lesenswertes, großartiges und wahnsinniges neues Buch gemacht hat. Ich bedanke mich genauso herzlich bei Carla Amina Bajarati, die heute unser Gast war. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich bei Rainer Haseloff, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, der heute politisch ein paar Positionen vorgetragen hat, die in Berlin mit Sicherheit für Wirbel sorgen werden. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Azim El-Difraoui. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Klaus Strunz. Das war's für heute. Morgen bei uns in der Sendung unter anderem Ulrich Dienstle und Campino. Wenn Sie mögen, jetzt die Kollegen von heute. Plus. Bis dahin. Danke. Tschüss.